Hallo und moin. Heute geht's nochmal um Ostereier und zwar welche, die stehen. Das sind so flache. Ich habe die gegossen einmal mit Beton, also mit feinem Beton, oder ihr könnt das auch mit Gips machen zum Hinstellen. Man kann die auch hinhängen. Und wie ich die Ornamente da rein gemacht habe, das möchte ich euch zeigen. Das ist total einfach und viel Spaß beim Zuschauen. So, als erstes braucht ihr so Deckel aus Hartplastik. Die schneidet ihr dann in der passenden Größe aus, dass ihr dann nur noch so ein flaches Stückchen über habt. Dann habe ich hier wieder so eine Pappdose genommen und habe mir einen so einen Ring ausgeschnitten und dann mir hier da so zwei so Falze gemacht, dass das so steht. Das sieht dann so aus oder der andere sieht dann jetzt so aus. Dann kann man ihn etwas drücken und dann hat man auch schon gleich die Eiform. Als nächstes kommt das Ornament drauf, beziehungsweise oder das Muster. Ich habe mir schon eins vorgemalt. Da müsst ihr eben drauf achten, dass das Muster nachher nicht größer ist als das Ei oder das Herz oder was auch immer ihr machen wollt. Dann habe ich jetzt ganz normale Fenstermalfarbe, die Konturenfarbe genommen. Und da kann ich jetzt mein Muster wunderbar mit nachmalen. Und das ist dann auch wirklich nicht schwer, das kriegt dann auch jeder hin. So, das macht ihr natürlich dann erstmal fertig. Und dann würde ich das eben hier 24 Stunden trocknen lassen. Oder vielleicht, ja, je nachdem, wie warm das ist. Aber normalerweise steht das hier jetzt drauf, dass man das 24 Stunden trocknen lassen soll. So, ich habe mein Ornament fertig. Das ist natürlich noch nicht ganz trocken. Aber ich glaube, ich lasse das Papier im Drunter liegen, dann könnt ihr es gleich besser sehen. Und dann kommt die Heißklebepistole zum Einsatz. Dann setzt ihr euer Ei dann so da drauf. Und dann wird mit der Heißklebe wieder von außen richtig schön rundum gemacht, bis das ganz fest ist. Und dann könnt ihr auch schon euren Beton einfüllen. Da könnt ihr dann auch wieder nehmen, was ihr wollt, aber am besten ist denn feiner Beton. Das ist schöner, von der Struktur her. So, ich packe das mal zur Seite. Ich habe natürlich schon mal welche gemacht gehabt. Die sehen dann so aus, der ist schon fertig gegossen. Die Rückseite ist so und den werde ich jetzt erstmal auspacken. So, sieht das nämlich hier. Und dann sollte man doch vielleicht eine Schere zu nehmen. So, ich habe mein Ei jetzt schon draußen. Und dann kann man anfangen. Ihr seht, das kann man jetzt so rausziehen. So, dieser muss jetzt natürlich noch ein bisschen mehr weiter trocknen, bevor ich den anmalen kann. Und wie die dann gleich fertig aussehen, das zeige ich euch dann nochmal. Und natürlich, wenn das ganz trocken ist, eben noch ein bisschen anschleifen. So, die sind jetzt alle schön trocken. Ich habe schon angefangen anzumalen. Diesen werde ich dann nur noch mit weißer Farbe betupfen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich da einfach eine Bordüre noch rundum kleben und ein Schleifchen drauf. Das habe ich bei diesem hier auch gemacht. Bei diesem habe ich die Ornamente einfach mit der Heißklebepistole nachgemacht. Das geht auch. Die sitzen dann natürlich dann ein bisschen gröber. Und das war dies hier mit dieser Konturenfarbe, die ich euch gezeigt habe. Das ist natürlich alles filigraner und ein bisschen feiner. Aber wie gesagt, mit der Heißklebepistole geht es auch, bloß eben nicht ganz so fein. Dann habe ich hier noch einen, da habe ich dann einfach nur mit Bronzefarbe angemalt und dann so Natur gelassen. Diesen hier habe ich aus Gips gegossen, weil ich den aufhängen wollte, weil Gips etwas leichter ist als Zement. Also ihr seht, das geht auch.
Und wenn euer Standbein bisschen, wenn ihr meint, die Fläche ist so ein bisschen hier uneben, könnt ihr das natürlich dann auch schön gerade schleifen. Und wer möchte, macht dann noch die Ecken noch ein bisschen anschleifen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachbasteln.